Ein nasskalter zweiter Advent bildet die Rahmenbedingungen für euer Votingspiel aus der B-Junioren-Landesliga. Lichtenberg 47 empfängt die Zweitvertretung des SC Staaken. Man macht es sich irgendwie bequem bei diesen Verhältnissen. Tabellarisch gesehen ist es kuschelig warm zwischen den beiden Clubs. Lichtenberg auf Platz 3, Staaken mit nur einem Punkt Vorsprung auf Platz 2. Das liegt auch an der starken Offensive. Leonard Schrader ist ein Teil davon, seines Zeichens zehnfacher Torschütze. Diese Partie war eigentlich für den 8. Spieltag angesetzt. Aufgrund des Schiedsrichterstreiks wird diese nun in der Vorweihnachtszeit nachgeholt. Lichtenberg in komplett Rot kommt besser in die Partie. Igebor aber mit dem Fehler. Wernicke ist zur Stelle und der macht das 1:0 für Staaken. Die Bedingungen sind nicht perfekt, aber dieses Tor muss Justice Igebor auf seine Kappe nehmen. Wernicke erzielt sein zweites Saisontor und macht den soliden Beginn der Gastgeber zunichte. Die wiederum kommen durch einen Einwurf das erste Mal gefährlich vor das Tor. Der weite Ball wird unfreiwillig verlängert. Die Chance für Boris Popov. Luis Wolf hält im Nachfassen und verhindert somit den Ausgleich und Popovs zweites Saisontor. Seine Mannschaft spielte zuletzt 0:0 gegen Rudo. In dieser Partie soll es besser laufen. Der nächste Angriff in Rot, der nächste weite Ball. Eine Flanke Richtung Lahn, Lukas Welge und zack, 1:1. Ein exzellenter Ball, eine perfekte Abnahme und schon ist das Spiel wieder auf 0 gestellt. Staaken 2 darf nicht aufsteigen, da die erste Mannschaft bereits in der Verbandsliga spielt. Somit ist Lichtenberg mitten im Aufstiegsrennen. Mit einem 1:1 geht es in die Pause. Das Wetter bleibt auch in Durchgang 2 nass. Der Regenschirm wird gerichtet und auf dem Platz bringt sich Lichtenberg selber in gefährliche Fahrwasser. Igebor und Wagner mit Kommunikationsschwierigkeiten. Schrader kann dies nicht ausnutzen. Großes Glück für Lichtenberg. Schrader ist heute nicht ganz so auffällig wie in den vergangenen Partien. Aber der starke Angriff ist nicht nur wegen ihm einer der besten der Liga. Und dieser sorgt dafür, dass das Spiel sich hauptsächlich in der Hälfte von Lichtenberg abspielt. Flanke in die Mitte. Karacan klärt vorerst. Im Rückraum versucht es Moritz Pöche. Knapp am Kasten vorbei. Zu dem Regen gesellt sich nun Wind dazu. Der Sturm von Staaken nimmt auch an Geschwindigkeit auf. Der Ball landet bei Richard. Der sieht Fischer am Strafraumrand ganz frei und ganz abgeklärt. 2:1 für Staaken. Saisontor Nummer 4 für Paul Fischer, der den freien Raum dankend annimmt. Lichtenberg damit im Hintertreffen. Sie spielen solide, aber offensiv haben sie das Nachsehen. Freistoß für die Gäste aus dem Halbfeld. Fischer köpft Richtung Schrader. Der versucht, die Hereingabe reinzubringen. Lempke geht dazwischen, aber Lichtenberg bekommt die Gefahr nicht gebannt. Stattdessen kommt Fischer an den Ball. Und dieses Mal kennt er keine Kompromisse. 3:1 in der 63. Minute. Der Doppelpack für Paul Fischer, einer der besten Defensiven der Liga, offenbart gegen eine Offensivmacht große Schwächen. Trotzdem kommt Lichtenberg 47 nochmal nach vorne. Der Ball landet bei Steven Kroll mit dem Schuss, aber die Beine von Luis Wolf sind zur Stelle. Die Schlussminuten der Partie. Staaken wieder auf dem Vormarsch, dieses Mal über die rechte Seite mit Moritz Pöche und Damian Richard, beide in Halbzeit 2 eingewechselt und die bringen Elan rein. Der Ball auf Pöche, er versucht es selber und ist erfolgreich, 4:1 und damit ist eine beachtliche Bilanz ausgebaut. Im 16. Spiel hintereinander schießt die Offensive mindestens 4 Tore. Pöche gelingt dabei sein erstes Tor, Igebor noch dran. Aber er muss sich zum 4. Mal geschlagen geben. Lichtenberg rennt einer großen Aufgabe hinterher. Eine Ecke soll es richten. Die kommt rein und ist an niemanden adressiert. Pöche rettet auf der Linie. Danach ist Feierabend. Mit 4:1 gewinnt Staaken bei Lichtenberg 47. Letztere haben vor allem in der ersten Halbzeit stark aufgespielt. Das sieht auch Staakens Trainer so. Thorsten Wiedfeld vom durchnässten Gartenstuhl ans Mikrofon zu Tobias Torchala. Letztlich, glaube ich, zur Halbzeit war es eher für uns glücklich. In der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, haben wir uns deutlich gesteigert, hätten am Ende noch deutlich höher gewinnen können und glaube letztlich, dass wir am Ende verdient, vielleicht zu hoch, aber letztlich hochverdient gewonnen haben. Dieser verdiente Sieg sorgt für einen starken Jahresausgang bei Staaken. In der Tabelle bleiben sie weiterhin auf Platz 2. Lichtenberg 47 hat trotzdem weiterhin alle Chancen auf den Aufstieg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.